Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, heute machen wir von allem etwas und was das ist nach dem Intro. Zuallererst wollte ich euch den kompletten gewaltigen Neuzugang vorstellen, und zwar die Neo-Holotele NC Babys, die alle ein neues Zuhause suchen. Wir haben jetzt 70 Stück gezählt, haben wir aus dem einen Kokon 78 Stück. Jedenfalls ist das schon eine ordentliche Menge, und wenn ich euch das hier mal so zeige, es ist schon gewaltig. Und wir können da gerne mal reinschauen. Wir haben sie ja am Freitag vereinzelt, wir haben jetzt wieder Montag, und wir schauen mal rein, was sie so getan haben. Und tatsächlich haben die einen verflucht guten Job gemacht. Wir gucken da mal rein, ne? So wie ich mir das vorgestellt habe. Alles schön zugesponnen. Ich versuche mal ein bisschen rein zu zoomen, vielleicht kriegen wir es dann noch besser fokussiert. Oder wir machen einfach mal auf. Nicht, dass ich jetzt gleich die Butze auseinanderreiße. Ne, wir können reingucken. Ne? Also das ist tatsächlich das Bild, was alle haben, ne? Die haben das alles schön zugesponnen, benutzen das. Ich habe das im Stream auch erklärt. Ich habe halt wirklich Erde genommen, voll gemacht, so ungefähr Finger bis halben Finger breit über diese Kante hier rüber, und dann ein Stück Moos reingelegt, damit die sich das quasi benutzen können als Unterschlupf oder was auch immer. Und die haben das wunderbar als Ankerpunkte angenommen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Können wir mal weiterschauen. Vielleicht nehmen wir, gehen wir einfach mal hier in die Mitte. Ich habe noch nicht reingeschaut, was da in der Mitte los ist. Oh, in der Mitte sogar bis nach oben gesponnen. Müssen wir mal schauen, ob wir das fokussiert kriegen. Na, also bis nach oben hoch gesponnen, wenn ihr das sehen könnt. So ein bisschen in der Spiegelung ist natürlich blöd. Wenn ich das jetzt hier aufmache, ist natürlich, dann reiße ich das auseinander. Aber muss es ja. Ah, nee, hat sie sogar nicht mal bis zum Deckel gemacht. Ne? Also man sieht das, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ne? Also wirklich bis nach oben hingesponnen. Die benutzen das richtig, richtig gut. Also so wie ich mir das vorgestellt habe, so läuft das auch. Ich habe jetzt gerade eine gesehen, vielleicht kann ich die euch zeigen. Und die rennt vielleicht nicht weg. Die hängt hier an der Seite. Müssen wir mal schauen, ob der Fokus es hergibt. Da sitzt sie. Und die hat das auch gemacht, ne? Also wirklich komplett zugesponnen alles, ne? Und das genutzt. Also wenn ihr aus Deutschland kommt und Interesse an den Tierchen habt, dann schreibt mir einfach auf Instagram. Gut, dann werden wir auch gar nicht jetzt so viel quatschen. Dann werden wir jetzt das Terino Kilos Morinos BCF Männchen füttern. Und ich habe noch zwei Aufnahmen am Abend gemacht. Die bekommt ihr auch noch von zwei der größeren Tierchen. Also seid gespannt, die schmeiße ich euch gleich noch mit rein. Ja, bei dem großen Dude hier, oder größeren Dude, wird jetzt hier auch direkt eine Schabe verfüttert. Da wird gar nicht lange rumgemacht. Ne? Schabe rein. Und und so läuft es halt meistens mit dem Füttern ab, ne? Schabe rein, und dann mache ich meistens auch die Luke schon zu, und dann war es das. Na? Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Die Schabe wusste scheinbar nicht, was da auf sie lauert, und hat sich gesagt, ja, der Unterschlupf sieht gut aus. Schlechte Wahl tatsächlich getroffen. Ja. Den sehen wir jetzt nicht mehr wieder. Der hat gefressen. Weiter geht's. Ja, und hier mal ein Tierchen, was wir viel zu selten sehen. Liegt einfach daran, dass das Tierchen immer abends draußen ist. Deswegen mache ich jetzt gerade noch mal eine Aufnahme am Abend. Die Psalmopeus Eminia. Ne? Unser Mädel. Sehr, sehr hübsch. Ich sag's mal wieder, ne? Wenn wir da mal ein bisschen auf die Beinchen gehen. Schaut euch das an, das Orange. Und dann der Tigermuster auf dem Poppes. Wundervolles Tier. Sehr, sehr schön. Und ja, wir versuchen zu füttern. Vielleicht haben wir Glück und es klappt. Also auf den Punkt, ich vermute mal, sie rennt gleich weg, wenn ich hier aufmache. Weiß auch nicht. Muss es ja nicht weit aufmachen. So. Und dann lassen wir Mr. Schabo fallen. Oh! Ha! Und weg! Ah, so schnell geht das. Fluff, weg ist sie. Psalmopeus Eminia. Sah aus, als ob sie versucht, durch irgendein viel zu kleines Loch durchzugehen. Okay, das war die Fütterung. Wir haben sie mal gesehen beim Fressen einmal frei. Psalmopeus Eminia. Ein wundervolles Tier. So, unser Neo-Holotele Inzellmädel hängt da hinten. Die sollte vielleicht auch mal was zu fressen bekommen.
Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen es hin, dass sie jagt. Okay, vielleicht haben wir auch einfach Pech und kriegen es nicht hin. Tja, Moment. Einfach mal abwarten. Fressen müsste sie. Wenn nicht, rennt sie hier gleich aus dem Terrarium raus, um Gottes Willen. Das ging zack und erledigt. Einmal frei. Neolothede Itzei. Die Mama wohnt in klein. Na, schön happa happa. Dann haben wir hier noch unsere Davus Pentaloris, die wir noch füttern müssen. Da haben wir hier die Haut, ich weiß nicht, die ist ganz schön angebackt und der Hintern ist auch komplett kaputt. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, ich versuche nochmal zu gucken, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist, aber keine Chance. Und dann werden wir mal verfüttern, und zwar eine Milchkrautwanze wird verfüttert. Tipp, 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 tipp. Da machen wir auch gar nicht lange rum, ne? Also das Tierchen, Davus Pentaloris, seht ihr ja, hier sitzt der da. Hopp. Ich wieder mit meinem Pinsel. Ich werde auch noch ein bisschen bewässern. Hau ich immer ein bisschen hier in das Moos mit rein. Ne? Finde ich jetzt nicht unwichtig. Wird immer wieder gerne angenommen. Und dann versuchen wir mal, die Pentaloris zu füttern mit Pinzette. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber die ist eigentlich immer sehr ängstlich. Na, das wird nichts. Nach der Wasseraktion ist sie jetzt reingegangen und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr rauskommen. Ne. Schade. Naja, wir haben auf jeden Fall kurz den Popo gesehen. Aber dann geht's eben nicht. Ach, verflucht jetzt. Ich wollte euch eigentlich die Vilosella noch so gerne zeigen. Die hat sich nämlich gerade echt gut gezeigt. Die hatten wir ja in etwas, naja, sagen wir mal, zu Großes eingesetzt. Da guckt sie noch so ein bisschen raus. Ja, so Beinchen ist noch leicht zu sehen. Und ihr so, hä, wo denn? Lass mich gucken, wie der Winkel ist. Also da ist sie. Da guckt noch ein kleines schwarzes Beinchen raus. Sie war eben komplett draußen. Kann man von hier oben reingucken. Na, sieht schlecht aus, ne? Schade, die war gerade so schön draußen. Ich habe echt die Hoffnung gehabt, dass ich sie euch zeigen kann. Weil die hat jetzt auch alles da drin zugesponnen. Ne? Also wirklich hier so eine kleine Ebene geschaffen. Ich mache es jetzt einfach auf und können wir wenigstens da reingucken, wenigstens das sehen. Ja, da ist sie drin. Und die Ebene hat sie sich genau da geschaffen. Also da, wenn ich jetzt genau in die Mitte gucke, da wo es hin fokussiert, da hat sie sich die Ebene geschaffen. Da sind auch Weben, ne? Also hat sie alles zugemacht. Ich weiß, schwer zu sehen. Vertraut mir einfach. Und ja, die könnten wir theoretisch auch versuchen zu füttern. Sollen wir es versuchen? Versuchen wir es einfach. Vielleicht kommt sie ja raus. Dafür muss man natürlich auch erstmal einen geeigneten Milchkrautwanzenkandidaten finden. Und dann lassen wir es einfach mal droppen. So ungefähr da, wo sie eben war. Oh! Oh! Na, du kleiner Teufel. Also die hat auch mittendrin sich ordentlich was zugewebt. Zugewoben, oder? Ist das richtige Wort? Naja, jetzt ist sie bis nach unten drin verschwunden. Weg ist sie! Aber hey, wow! Wir haben sie noch gesehen. Sie kam noch rausgeschossen wie eine Rakete. Um Gottes Willen. Habe ich nicht mitgerechnet. Aber gut, finde ich schön. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da, ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und vergiss nicht das Abonnieren. Damit hilfst du mir auf jeden Fall sehr, sehr viel weiter. Und das Glöckchen zu aktivieren, das hilft dir weiter. Dann weißt du, wann ein Beitrag kommt oder ein neues Video. Gestreamt wird auf Twitch, der Link ist in der Beschreibung. Es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, weil wir dort zum Beispiel auch die Tierchen, sprich die 70 Neoholothele Insei-Babys, live füttern werden.
Wir haben auch noch Discord, da kannst du auch vorbeischauen und kannst dich über alle möglichen Sachen informieren. Zum Beispiel gebe ich da auch die Info raus, wenn ein neuer Stream kommt oder irgendwas Neues, Besonderes mit dem Kanal passiert. Außerdem könnt ihr euch da auch austauschen miteinander und ja, das funktioniert aktuell auch sehr gut. Link dazu ist auch in der Beschreibung. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich Patreon, Link ist in der Beschreibung. Außerdem haben wir noch die Kanalmitgliedschaften, auch Link in der Beschreibung, schau da gerne mal rein. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss!